Meine sehr geehrten Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu Far Cry 3. Mit meiner Lieblingswaffe, der Schredder. Traut's euch. Bei dem linken habe ich mich kurz erschreckt. Ihr wollt jetzt nicht anders. Eigentlich müssten wir jetzt zu Citra für das nächste Initiationsritus. Aber ich will diesen Fleck hier endlich mal aufdecken. Deswegen ist das hier jetzt erstmal unser neues Ziel. Einfach damit die obere Hälfte mal wirklich komplett frei ist. Frei von Piraten. Das sollten wir eigentlich ohne Probleme hinkriegen. Ich habe die ganze Zeit schon über mir Geräusche, weil die Familie, die über uns wohnt, auszieht. Und das machen die teilweise auch noch mitten in der Nacht. Das ist manchmal etwas anstrengend. Und das ist eigentlich an sich eine sehr nette Familie. Aber ich würde halt auch eigentlich gerne schlafen. Wie komme ich denn da jetzt am besten hoch? Oh, mal drum rumfahren. Hey, Bär! Meine Fresse, zieh, Junge, zieh! Ups. Alter, ich lauf, das ist ja nicht auszuhalten. Da hinten muss ich hin. Aber ich glaube schon, dass ich dafür trotzdem hier hoch muss. Nee, muss ich nicht. Aua. Was geht? Au. Schnauze. Och, ich Idiot, weil ich natürlich wieder der Missionspunkt hinterhergefahren bin. So dämlich. Ganz vorsichtig. Abstand. Oh, das ist nicht gut. Das ist verdammt schlecht. Aua. Ich nehme es natürlich direkt mit, aber Junge, 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 Hilfe! Wo ist der zweite? Ach, da. Oh. Hi. Ich liebe diese Waffe. Einfach niederschreddern. Da ist der Turm. Ich wollte gerade sagen, ich höre doch irgendwas. So, dann.
gerade gesehen, dass noch ein Gesundheitsfeld fehlt. Dahin. Macht einen gar nicht nervös. Die Lücken werden nur immer größer. Oh, das war's schon. Easy. Irgendwie bekomme ich gerade Hunger. Ich glaube, ich mache mir gleich noch was zu essen. Entweder mache ich mir ein paar Baguettes warm oder ich mache ein paar Wraps. Mal gucken. Easy. So. Karte aufgedeckt. Also wenn ich wirklich den kompletten oberen Teil befreien will, müsste ich den, den und den machen. Und den eigentlich auch noch dazu. Aber den auf jeden Fall mal. Da ist es doch geschickter, wenn ich hier einfach runtergehe. Von der alten Mine. Uh, 44er Magnum. Wir fahren. Immerhin muss ich hier jetzt nur einer Straße folgen. Das sollte ich hinkriegen. Aus dem Weg. Geparkt. So, erstmal auskundschaften. Uiuiui. Viele Sniper. Da hockt auch noch wer. Komm. Ja. Oh, die machen Stress. Ja, leck mich fett. So weit, so gut. Da waren es nur noch drei. Nein, wieso hat er das überlebt? Mehr Rakiat? Ja. Yo. Schöne Unterstützung. So gefällt mir das. Haben die hier das halbe Lager in die Luft gejagt, ey. Will ich auch machen. Kaboom. Entschuldigung. Ihr könnt euch doch nicht gegen Jason Brody stellen. Loser!
Ach, was soll's. Ich meine, wenn es nach Jason geht, ist er sowieso der alleinige King der Insel. Also von dem her. Munition, bitte. So, hier ist tatsächlich noch eine Jagdmission. Was gibt's denn da Feines? Eines der seltenen. Ein unsterblicher Bär soll einige Camper getötet haben. Für wen hat man den denn gebraucht? Oh, für den letzten Rucksack. Geil. Ja dann. Mit der Schrotflinte. Dafür gebe ich mein MG weg. Der unsterbliche Bär. Aber wisst ihr, was ich davor skille? Ich habe ja 2 Skillpunkte. Du erleidest weniger Schaden bei Tierangriffen und verringerst die Gefahr, von Gegnern umgestoßen zu werden. Wichtig. Geht's hier oben raus? Hinten rum? Nee, muss ich vorne rum raus? Okay. Dann gehen wir erstmal zum Jagdgebiet. Und schauen wir mal, wie unsterblich dieser Bär ist. Der muss nämlich gegen den unsterblichen Jason Brody ran und der hat schon mehrfach bewiesen, dass er unsterblich ist. Schauen wir mal. Da ist eine Höhle. Da ist was. Oh ja. Das war jetzt eine Enttäuschung. Das war jetzt eine ziemlich große Enttäuschung. Was? Da stand gerade, um den erweiterten Brennstoffgurt herzustellen? Ich dachte, der ist für den Rucksack. Jo. Oder etwa auch für den Brennstoffgurt. Nee. Da ist ja schon alles gemacht. War das ein Anzeigefehler? Oder habe ich falsch gelesen? Naja. Brandpfeile. Nee, brauche ich nicht. Endorphinschub. Stimuliert die Endorphinproduktion, heilt dich vollständig und bietet dir 4 zusätzliche Gesundheitsfelder. Diese Felder regenerieren sich nicht. Geil. Nehme ich. Setzen wir auf die 7. Aber es war wirklich ein bisschen enttäuschend. Raubst du die? Ich vermisse ihn. Vermisst er mich auch? Ja, okay. Ich lasse das mal noch so durchgehen. Das klang nämlich eher so, als würdest du einfach nur Leichen plündern. Ich wollte schon auf dich schießen. Ich
Ja, moin. Bleib weg. Mein MG ist weg. Na gut. Dann. Zum Funkturm kann man leider nicht porten. Holen wir uns wieder das MG. LMG. Ausrüsten. Danke. Schnappen wir uns einmal eine Karre und dann ist das nächste Lager dran. Vielleicht kriege ich ja wieder Unterstützung. Und diesmal fahre ich auch richtig. Und dann gehört der komplette Norden uns. Hui! Au. Ach du Scheiße! Alles easy. Sagt wer. Ich hoffe, es ist weit genug weg, dass die vom Lager jetzt nicht drauf aufmerksam geworden sind. Sonst habe ich ein Problem. Ich gehe mal auf erhöhte Position. Scheint alles ruhig zu sein. Gott sei Dank. Eieiei. Rennt aber auch gut was rum. Ihr seht mich nicht. Da scheint es auch keinen Käfig oder so zu geben, der mir helfen könnte. Nein, ich bin gar nicht da. Boah, da ist ja noch einer. Gar nicht so einfach. Du kommst mir nicht davon, Weißbrot. Warum wissen die, wo ich bin? Ach komm. Oh, das wird lustig. Den kann ich nicht mehr aufhalten. Das gibt ein Fest. Oh, die hätten den Käfig mit einem Tiger gehabt. Geht doch aus. Hoi. Hoi.
kommst du denn her? Alter, Leute! Was für ein Krieg. Aber geschafft. Lauf, Feuer! Junge, 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 Junge. Wer ist der Mann? Ich. Shadow. Neue Waffe. Aber war doch kein Problem. Ich musste ja nur meinen Endorphinspritz benutzen. Der Außenposten gehört uns, aber es gibt noch mehr Arbeit. Sieh auf der Aushangtafel nach. Halt's Maul. So, und dann bleibt nämlich nur noch ein Lager, nämlich das hier am Rand. Da gehe ich aber... Scheißegal, von wo ich gehe, aber da scheint mir mehr Hindernisse auf dem Weg zu sein, deswegen nehme ich. Gehe ich von dort aus. Okay, es sind 700 Meter, da werde ich doch ein Auto nehmen. Ist halt auch ein riesen Umweg, weil ich nicht quer über den See fahren kann. Servus! Selber schuld. Man sollte schon aufpassen, wo man hintritt. So, da hinten sehen wir schon die Rauchschwaden. Frage ist jetzt, wie fahren? So werden wir eigentlich nicht drüber kommen, denke ich mal. Es könnte halt sein, dass hier ein Bötchen ist, wenn wir Glück haben. Schauen wir mal. Ach ja. Hier waren wir ja unter anderem mit Buck. Drauf geschissen. Ja, da gibt's ein Bötchen. Sogar eins mit Geschütz. Also wenn ich ein Geschütz habe, gehe ich sogar freiwillig in den Krieg. Lieber mal umschippern, bevor ich festhänge. Hi. Tja, mit solchen Angriffen habt ihr nicht gerechnet, wa? Da kommen sie.
Hallo. Ja, ich bin gerade am Metzeln. Okay. Danke. Wir kommen von Osten rein. Oh. Kam zwar überraschend, aber ich hab's geschafft. Geil. Ein Leichenmeer. Jetzt geht's los. Bleibt alle Wachen da. Keiner darf uns den Außenposten wegnehmen. Immer her mit den Speicherkarten. Ich bin bewaffnet. Einmal Munition nachfüllen, dürfte aber nicht so viel. Ach so, fehlt nämlich gar nichts. Hey. Easy. So, gibt's überhaupt noch Rares? Wir haben den Außenposten. Oh ja. Aber es gibt immer noch Arbeit. Schaff unsere Arbeit. Erlege einen der seltenen Menschenfresserhaie mit dem am Zielort gestellten Bogen für einen Chefkoch. Für was? Oh, kann ich... Ach, guck mal, für den Köcher. Alter, ein Hai mit dem Bogen erlegen. Ist aber eine schöne Challenge für einen Abschluss. Erledigen könntest, das wäre gut. Das probieren wir. Pass auf, Mann! Ein Hund! Die Frage ist jetzt nur, wie finden? Bist du das? Nee. Also da sind auf jeden Fall mal... Du bist das doch, oder? Ja, bist du. Ha! Nix da! Vergiss es! Ja, passt schon. Herstellung. Köcher. Arm. Wurfgeschossbeutel könnte ich noch. Sprengwaffenbeutel. Ziegenfell. Nochmal Ziegenfell. Dingofell. Ziegen. Ziegen gab es doch ganz am Anfang, oder? Relativ. Oh, hier zum Beispiel. Hier gäbe es auch noch bei Dr. Earnhardts Haus. Und ich würde jetzt mal behaupten, der Norden gehört uns. Komplett uns. Dann passt das. Gut, dann würde ich mal sagen, war es das für heute. Ich bedanke mich wie immer vielmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Daniel. Adios.